Hier, der kommt ganz vorne hin. Ganz vorne. Ja. Ja, kannst du mitkommen. So, der kommt ganz vorne hin, deiner. Die Ginger kommt an zweiter Stelle. So, die Dame wieder ein. Der Woody kann sie nehmen. Jetzt hat sie die Sophie. So, ein bisschen hilf mit. Ja. Schön da. Woody kommt beim Weißen, der Weiße kommt rüber. Wohin? Genau dahin. Kannst du draufstellen? Ja, ja. Sender, drückst du mal rüber, die Ginger. Schacki, Mensch, lass dein. Links. Dauert natürlich 3-4 Kilometer, ehe sie ein bisschen warm sind. Deswegen lasse ich dir auch immer gerne doben an der Leine. Stopp! Bike, pfui! Pfui! Und lauf! Hopp! Rechts vorbei! Mit rüberlegen dann immer, ne? Okay. Ja, genau, also in die Kurven mit rein und wenn er jetzt im Prinzip in so eine Fahrrinne reingeht, auch im Prinzip dann dagegen legen. Ja. Was, Schacki, guck nach vorne. Ansonsten liegen wir. Das wäre nicht so toll, ne? Das jetzt mit dem Schlitten gemacht hättest bei der Geschwindigkeit, wäre schon davon geflogen. Ja. Schacki, hör auf, das kann er nicht leiden, dein Gepflege da. Der macht doch. Sender, geh rüber, drückst du rüber. Chincha, geh auf deinen Platz, Mann. Chincha, geh rüber. Mit dem LKW hier musst du ausholen halt, ne, dass die letzten noch rumkommen. Und zieh, hopp, auf geht's.
Einlauf, komm, fein, Spike, zieh, lauf, 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 lauf. Hier pieseln sie nämlich gerne. Ja. Drückt immer nach links und die Sender drückt sie dann rüber schon. Aber das dauert halt wieder. Halt die, das ist eine kleine Macken. Waschagi, lauf, 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 Waschagi, pfui! Sender, du so rüber! Sender, drück so rüber, fein! Komm! Ersten Kampf gleich hier. Shinja, geh rüber. Waschagi, hör auf. Fein arbeiten, komm! Und zieh! Chinchak! Jetzt ist schon wieder drüben. Ist halt. Sender, du sie jetzt rüber drücken! Sender, geh rüber! Die führen jetzt beide vorne oder nur ein Hund? Bitte? Führen beide vorne oder nur einer? Eigentlich das Bike und der andere ist in Ausbildung. Okay. Sender, geh rüber! Sender, geh rüber! Sender, geh rüber! Drückst du rüber! Irgendwann. Sender, geh rüber! Waschagi! Waschagi! Und langsam, Spike. Fein, langsam. Sophie. Ein Lauf. Und rechts, rechts. Links. Links. Oh, jetzt müssen wir uns wieder ein bisschen in die richtige Richtung legen. Nach links legen. Jawohl. Okay. Spike hier rüber. Jawohl, so ist er fein. Eingemacht. Das ist das Spike, drückt so rüber vorne, ne? Ja. Die Sender eigentlich auch früher gemacht. Muss dann umlernen. Thank you.
Langsames Bike, ne, hier um die Kurve. Und schön auslaufen, Ginger. Schön gerade, schön auslaufen die Kurve. Reinlegen. Jawohl. Einfach frei. Anderen Dörfern ist immer Hund und Katze Gefahr. Hier mit Dorf. Oh, allgemein. So. Und da haben wir durch. Klar. Das ist wieder der zweite, der blaue, der Max, der ist ein Rechtsläufer, ne? Mhm. Der geht immer rüber. Ja. Du musst die im Prinzip ausnutzen und dann immer so sperren, dass die anderen daneben kommen. Nee. Konzentriert euch. Sophie, das geht dich gar nichts an. Ja, geradeaus, hey, geradeaus Bike, geradeaus, Bike gerade. Und links. Links. Ginger, links. Oh, ist fein. Und jetzt geht rechts rum. Was soll ich sagen? Spikey alleine vorne, ne? Hört natürlich absolut perfekt. Ginger macht, was sie will. Ja, das ist jetzt anderthalb. Jetzt sind wir mit drei oder vier. Hast du dann soweit. Jetzt werden sie auch links laufen wollen, weil sie rechts noch nie lang gelaufen sind. Und rechts! Rechts! Sie unter dem Balken her. Waschaki! Ja, der mit dem roten Geschirr, der zweite von hinten. Ja. Das ist ein Alaskaner auf Langstrecken hin trainiert. Für den sind so immer zwischen 100 und 120 Kilometer ist er früher gelaufen. Für die großen. Anstieg, ne? Was machen sie wieder? Rein zieh! Komm, Schaki! Die Alten wissen das, die Jungen nicht, aber die Jungen sind meistens stürmischer, haben ein bisschen mehr Kraft, ne? Und ziehen dann die mit rein. Sonst halt den weißen Knut, der fahr vorne an zweiter Stelle neben dem Max. Oder die Ginger meistens noch auf der rechten Seite. Ja, und die zwei haben natürlich, wenn die irgendwas gewirrt haben oder eine Kurve eher nehmen wollen, sind die natürlich schon eher rüber. Ne? Deswegen habe ich heute eigentlich komplett umgespannt. Außer die zwei Welpen und die zwei Hinteren sind zusammen. Sonst ist das Gespann komplett anders. Dann guckt man den Weg sich an, hat den Lenker ein bisschen locker und auf einmal vorne irgendwo raschelt, dann läuft ein Hase rüber. Das wollte ich gerade sagen. Dann gibt es einen Rupfer. Hier ist wild, dann gehen sie ab. Nee, die, also hier, wenn jetzt ein Reh hier drüber springt, ja, dann ziehen die zwar an, gehen den Reh aber nicht nach. Nee? Nein, gehen immer geradeaus. Gehen immer in eine Hase, ein Eichhörnchen. Oh, 10 cm aber vom Baum runter. Da gibt es einen Russ, aber die laufen geradeaus. Immer. Ist noch nie einer, selbst die Jungen dann oder so, gar nicht. Dass die mal hinterher sind,
wüsste ich nicht einmal. So ein Jagdtrick gar nicht so stark, dass er das. Doch, wenn sie alleine sind, dann gehen sie sofort auf der Bürsche. Ne? Ja. Ziehen auch an, wenn sie irgendwas riechen. Was meinst du denn? Aber geradeaus. Mit Pferden, da lege ich meine Hand nicht für ins Feuer. Wild sind sie, glaube ich, mittlerweile gewöhnt auch ein bisschen, ja. Weil wir relativ viel sehen. Ne? Ja, ja. Pferde sehen wir relativ wenig. Also wenn jetzt von vorne hier, also hätte ich lieber einen Hirsch vor mir als ein Pferd. Ja. Ja, also wenn ihr da vorne ein Reiter käme, würde ich auf alle Fälle hier rechts ranfahren, weißt du, über die halten, über die sichern. Ja. Ja. Die laufen auch an Hundekatzen vorbei, weil die einfach die öfter sehen. Ne? Siehst du, Hundebesitzer siehst du öfter mal als Pferdebesitzer. Und ich sag mal, Motorräder und so, machen sie die irgendwie nervös? Nö, oder gar nicht? Ich bin ja mit dem Sechser gespannt, früher in den Laden gefahren und musste quer durch die Stadt auch. Ne? Mhm. Und das Bike war ja so weit, dass der von einer Kreuzung genau gesehen hat, ob die Autos kamen. Links und rechts hat er geschaut. Ne? Ach so. Und wenn keins mehr kam, hat er angezogen. Ich spare der Kräfte auf links. Wissen diese Holzwegweiser hier, die baut er auch im Prinzip, die da so stehen, ne, aus diesem. So, hier sind wir vorhin hochgefahren. Seht ihr gleich, wo ich nämlich am Wasser vorhin die Hunde gedrängt habe an dem Deich. Ein links. Eigentlich müsst ihr da hinsetzen, müsst ihr ein wenig hecheln. Ja. Haut zu voll. Nö. Ja. Und das sind die Jungen, ne? Die haben vielleicht 30% jetzt ihrer Energie. Fein arbeiten. Und rechts. So, das ist das Nachbardorf, Neuendambach. Sophie, konzentrier dich. Wirklich und habe eigentlich noch nie Probleme gehabt. Links, auf geht's! Ich übernehme dir dann gleich den Lenker, laufe ich wegen nebenher. So, übernehmen. Und Spike, lauf! Spike! So, kannst du ein Pedal einmal mit? Spike und lauf, hopp, auf geht's, komm, hopp, lauf und zieh und auf geht's, jawohl. So,
Du lässt sie hochziehen oder machst mal einen Pedalschritt mit, wie du willst. Wenn sie so hochziehen, ist gut. Fein macht ihr das. Ginger, konzentrier dich. Waschaki, voll! Du sollst ja nicht das Zeug markieren. Du musst nicht überall hinbrunzen, überall. Alter Kunde, komm, Schaki, und lauf. Auf geht's, komm. Fein zieh, hopp, komm, fein. Komm, fein, hopp. Na komm. Na komm, fein. Und lauf. Alter Winkelhans. So, warte, ich springe wieder auf. Sehr schön. Okay. Ich habe nur gefragt, von welcher Seite wir reinkommen. Die Frauen schon parat stehen. Wann wir kommen. Da putzt du mal durch. Ich habe mich schon gewundert, weil sonst habe ich eigentlich auch mal ein bisschen Fett und Eiweiß reich gefüttert. War fest, aber dir, der hat heute. Ja, Bratensoße war ja. Gut gewürzte Bratensoße, da war sogar mit Chili dran mit. Ja, weil früh kriegen sie, sagen wir mal, eine Brühe. Wenn ich relativ früh wegfahre, dann ist er ziemlich dünn. Wenn ich spät wegfahre, mache ich da schon so eine Tasse Futter auch mit rein. Ne? Dass ich also da, weil sie halt abends nicht zu viel, die nehmen dann nicht zu viel und wenn ich merke, auf einmal die fressen zu wenig, die brauchen trotzdem eigentlich mehr Energie, dann tue ich früh halt noch ein bisschen was dazu. Ne? Das schmeckt ja auch mal anders, ne? Ja. Da haben wir heute hier. So, ich übergebe dir wieder. So, dann bin ich auch irgendwas machen, ne? Weiß ich nicht, mal gucken. Ey, jetzt ist es vielleicht noch. Komm, Spike. Geh rüber. Spike, geh rüber. Rüber. Komm, geh rüber. Und zieh. Komm, auf los. Komm, komm. Fein arbeiten. Feine. Fein, zieh, Sender. Zieh. Komm, Sender, zieh. Kommst du denn da? Der Mascha ist K.O. Oh, der Mascha ist K.O. Rudi, fein! Asko, du ziehst ja auch noch, komm! Lass das Ganze nach der Sonne hier reagieren. Bremst ein bisschen ab dabei. Lauf, langsam bremsen, bremsen. Bremse. Bremse.
Ist noch ganz schön Bums dahinter, gell? Deswegen abgerutscht von der Bremse, deshalb. Aber die hören ja wirklich nach links. Ab geht's. Wunderbar. Und wie war's? Oh, gut. So. Thank you.